Wir wollen den Planeten Lubricon 6 noch ein bisschen weiter studieren. Und was ich dir beim letzten Video vorenthalten habe, ist die Eigenschaft von Lubricon 6, dass er überhaupt nicht rotiert. Also es gibt keine Rotation. Rotation. Das hat natürlich die Auswirkung, ein Planet, der keine Rotation hat, hat natürlich an sich auch keinen Äquator, weil für den Äquator ist die Voraussetzung, dass der Planet rotiert. Also müssten wir, um genau zu sein, sagen, dass sich unsere gefrorene Socke, unser Block aus gefrorener Socke, dass er sich mit einer Geschwindigkeit von 1 Kilometer pro Stunde auf dem größtmöglichen Kreis um unseren Planeten, um Lubricon 6 bewegt. Und was wir übrigens auch noch wissen ist, dass die Socke, unsere gefrorene Socke, ist nicht das einzige Objekt auf Lubricon 6. Und zwar genau hier müsste das sein. Hier. Wenn wir da jetzt reinzoomen würden, dann würden wir das Folgende finden. Dort gibt es nämlich auch auf der Oberfläche von Lubricon 6 sitzt nämlich auch ein Block aus Eis, in dem auch etwas gefroren ist, und zwar eine Banane. Eine Banane. Ich gebe mir größte Mühe, eine Banane zu zeichnen. Wunderschön. Ein Block aus gefrorener Banane. Und im Gegensatz zu unserer gefrorenen Socke ist dieser Block mit unserer gefrorenen Banane komplett stationär. Also keine, ich schreibe es mir komplett stationär. Stationär. Naja, das heißt, er bewegt sich überhaupt nicht und liegt wirklich einfach nur da. Und meine Frage an dich ist jetzt wieder, welche Kräfte wirken denn eigentlich auf diesen Block aus gefrorener Banane, auf unser Bananeneis sozusagen? Naja, wir können ja erstmal gucken, was in Analogie zu unserer gefrorenen Socke ist. Und zwar, wir wissen ja, wie bei unserer gefrorenen Socke auch, dass Lubricon 6 hat ja definitiv eine Masse und unser Bananeneisblock hat ja auch eine Masse. Das heißt, es gibt auf jeden Fall, ziehen die sich beide an und es gibt irgendeine Kraft, wie groß sie auch immer sein mag, die unseren Block aus Bananeneis in Richtung des Mittelpunkts der anderen Masse zieht. Also eine Gravitationskraft. Und wir wissen ja auch, wir haben ja gesagt, oder ich habe dir ja verraten, dass dieser Block aus Bananeneis einfach nur auf der Oberfläche drauf liegt von Lubricon. Das heißt, wir wissen ja, dass der Block nicht einfach so nach unten fällt in Richtung des Mittelpunkts von Lubricon 6, sondern es gibt irgendeine Kraft, die ihn davon abhält. Und das ist die Kraft, wie auch schon hier drüben bei der Socke, das ist die Kraft von der Oberfläche von Lubricon 6, die in die exakt entgegengesetzte Richtung zeigt. Und das ist wieder die Normalkraft. Das ist wieder die Normalkraft. Und jetzt kannst du nochmal kurz überlegen, sind diese Kräfte denn gleich groß oder ist eine der beiden Kräfte größer als die andere? Ich gebe dir wieder kurz Zeit. Da wir wissen, dass der Block einfach nur oben auf der Oberfläche drauf liegt und sich weder nach oben noch nach unten bewegt, müssen diese Kräfte gleich groß sein. Also der Betrag der Kräfte muss gleich groß sein. Oder wir können auch sagen, dass sich die Normalkraft und die Gravitationskraft sich gegenseitig aufheben. Das heißt, sie addieren sich zusammen zu Null. So, meine viel interessantere Frage ist jetzt eigentlich, wie sieht das denn hier bei der Socke aus? Sind da Normalkraft und Gravitationskraft auch gleich groß? Ich gebe dir wieder ganz kurz Zeit. Also, gucken wir doch mal. Mal angenommen, die Normalkraft und die Gravitationskraft wären in dem Fall hier gleich groß. Das würde ja bedeuten, dass sobald Lubricon also die beiden Kräfte sich komplett auflösen, oder am besten sagen wir sich gegenseitig aufheben, dann wird ja nichts mehr die Socke in Richtung des Erdmittelpunkts ziehen und sie würde einfach sich auf einem geraden Weg weiter bewegen. Das heißt, ich zeichne es mal hier ein, wenn sich die Socke hier befinden würde und jetzt auf einmal ganz urplötzlich sich beide Kräfte gegenseitig aufheben würden, dann wird die Socke einfach in einem geraden Pfad einfach so irgendwie in die Tiefen des Weltalls weiterfliegen und sich
auf Ewigkeit mit 1 Kilometer pro Stunde weiter bewegen, bis irgendwann mal irgendwas anderes kommt, mit dem es kollidiert oder irgendwas, das es anzieht. Aber auf jeden Fall wird es unseren Planeten Lubrikon 6 verlassen. Aber wir wissen ja schon, das ist genau das, was nicht passiert. Wir wissen, dass sich unser Block aus gefrorener Socke bis in alle Ewigkeit um Lubrikon 6 bewegen wird. Das heißt, aus irgendeinem Grund, oder was heißt aus irgendeinem Grund, es gibt einen Grund, dass das nicht passiert, wie wir es hier beschrieben haben, dass es nicht abhebt. Und das ist die Zentrifugalkraft, also diese Anziehungskraft von dem Planeten, die einfach minimal größer ist. Ich kann dir ja auch nochmal, wenn wir uns den Planeten nochmal aus der Seitenansicht angucken würden, dann wird sich unsere Socke ja immer auf so einem Pfad hier bewegen. So, das heißt, an jedem Punkt auf ihrem Weg wird unser Block aus gefrorener Socke ja immer wieder in Richtung des Mittelpunkts gezogen. Das heißt, die Kraft ist ja immer ein bisschen größer als die Kraft, die entgegengesetzt wirkt. Weil sonst, wie gesagt, wird es einfach, wenn es hier an irgendeinem Punkt ist, einfach gerade weitergehen. Und das ist ja, wie gesagt, eben gerade das, was nicht passiert. Wir wissen also, dass die Normalkraft also mindestens minimal kleiner sein muss, oder am besten sagen wir die Beträge davon, der ist minimal kleiner, der Betrag der Normalkraft, als der von der Gravitationskraft. Das mag jetzt vielleicht erstmal erstaunlich klingen, aber du kannst ja nochmal ein bisschen eingehender darüber nachdenken und ich denke, dann macht das auch durchaus Sinn. Und in einem zukünftigen Video können wir uns vielleicht ja mal angucken, oder du kannst ja schon mal Gedanken machen, was würde denn passieren, jetzt, wo du weißt, dass die Gravitationskraft minimal größer ist, also mindestens ein bisschen größer ist als die Normalkraft, was würde denn passieren, wenn sich unser Block aus gefrorener Socke beschleunigen würde? Oder generell, wenn er anfangen würde, sich mit einer größeren Geschwindigkeit zu bewegen?